This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 51. Lesung und Besprechung des Buches Inquisition im Mittelalter, Band 1 von Henry Charles Lear. Wir nähern uns dem Ende des 13. Kapitels, die Konfiskation. Wir haben noch ungefähr 6 Seiten zu lesen und dann beginnen wir im letzten Kapitel, Kapitel 14 in dem Buch, der Scheiterhaufen oder die Scheiterhaufen. Und ob ich jetzt in dieser Lesung darüber gehe, in das Kapitel, oder da eine neue Sendung mit anfangen, das wird sich entscheiden, wenn wir im Lesen sind, weil ich muss immer sehen, wie viel Zeit vergangen ist und ob es sich lohnt, von den paar Seiten eventuell ein eigenes Video zu machen und dann ein neues Kapitel zu beginnen. Aber im Grunde hängt ja alles zusammen. In dieser Hinsicht kann man genauso gut zwei Kapitel, also ein Kapitel beenden und das nächste Kapitel beginnen. Aber das hängt eben auch davon ab, wie der Inhalt von dem letzten Kapitel ist, weil ihr wisst ja, ich habe das Buch ja selbst auch noch nie gelesen. Von daher ist es für mich genauso spannend wie für euch, auch wenn ich natürlich schon aufgrund der Bibel und anderer Bücher was Vorkenntnis habe. Aber so detailliert in die Inquisition bin ich bis jetzt auch noch nie gegangen. Und ich finde es faszinierend, wirklich faszinierend, wenn man sieht, was damals passiert ist und was heute passiert. Ich habe heute noch zu meinem englischen Freund Robert gesagt, Konfiskation, die Konfiskation des 21. Jahrhunderts ist die Inflation. Ja, ich hatte das ja gestern auch in der Sendung schon angemerkt, also in der vorherigen Sendung, dass ich sagte, ja, damals wurde das Geld beschlagnahmt oder die ganzen Besitztümer und alles, was die Leute besaßen. Und heute wird durch Inflation alles wertlos gemacht, was im Grunde genau dasselbe ist. Aber das versteht nicht jeder und deswegen lassen wir das Thema mal lieber ein bisschen ruhen. Aber es klingt irgendwie schön. Inflation is the new confiscation. Inflation ist die neue Konfiskation. Gut, vielleicht in dieser Sicht oder aus dieser Sicht ist es interessant, das Folgende zu lesen, wo wir jetzt Seite 591 im zweiten vollen Absatz auf der Seite weiterfahren, wo der Autor uns sagt,
Wie groß auch der Gewinn war, den der Fiskus aus der Tätigkeit der Inquisition zog, so waren die Inquisitoren doch bisweilen geneigt, diesen ihren Nutzen noch zu überschätzen und Geld in einem Maße auszugeben, das denjenigen unnötig erschien, welche die Rechnung bezahlen mussten. Wie gesagt, legt mal Parallelen nach heute. Noch ehe die Fürsten eine Bestimmung für das heilige Offizium getroffen hatten und noch während die Bischöfe eifrig ihre Ansprüche auf die Geldstrafen geltend machten, weckten in dem jungen Eifer der Jahre 1242 und 1244 der Luxus und die Extravaganzen gewisser Inquisitoren den Tadel ihres eigenen Ordens, den man aus den Provinzialkapiteln der Dominikaner in Montpellier und Avignon ersieht. Es würde natürlich ungerecht sein, allen Inquisitoren solche Vorwürfe zu machen. Das weiß ich nicht, ob wir da nicht vielleicht dem Autor ein wenig widersprechen sollten. Aber ohne Zweifel waren sie bei vielen wohlverdient. Und wir haben gesehen, dass es viele Wege gab, gesetzliche und ungesetzliche, auf denen sie ihre Bedürfnisse befriedigen konnten. Es dürfte tatsächlich interessant sein, die Quelle festzustellen, aus der Bernard von Caux, der bis zu seinem Tode in 1252 dem Gerichtshofe zu Toulouse vorsaß und der als Dominikaner kein Vermögen gehabt haben konnte, die Mittel hernahm, um ein großer Wohltäter des 1249 gegründeten Klosters Agen zu sein. Selbst Alphons von Poitiers war bisweilen nicht geneigt, auf die Wünsche derjenigen einzugehen, die ihm so gute Dienste leisteten. In einem vertraulichen Briefe aus dem Jahre 1268 beklagte er sich über die großen Ausgaben der Inquisitoren von Toulouse, Pontius von Poyer und Stefan von Gatine und wies seinen Agenten an, sie zu bereden, nach Lavour zu ziehen, wo sie, wie er hoffte, ein weniger kostspieliges Leben führen würden. Er erklärte sich bereit, ihnen das Schloss Lavour oder irgendein anderes, das als Gefängnis dienen könne, einzuräumen. Gleichzeitig schrieb er, schlau wie er war, direkt an die Inquisitoren und teilte ihnen mit, er sei bereit, ihnen ein gewaltiges Schloss zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren Wirkungskreis ausdehnen könnten. Die Berichte des Procureur d'Ezoncourt von Carcassonne und Béziers, Arnaud Assalit, die glücklicherweise auf uns gekommen sind, liefern einige sehr interessante Einzelheiten über die Ausgaben der Inquisition für die Zeit vom Juni 1322 bis zum Juni 1323. Also ein Jahr von Juni bis Juni. Von den durch die Konfiskation in seine Hände gelangten Summen bezahlt der Prokureur die Auslagen der Inquisition bis auf den kleinsten Posten. So die Kosten für den Unterhalt der Gefangenen, die Verfolgung von Flüchtlingen, für das Auto da Fe, ja, also die öffentliche Verbrennung von lebenden Personen, einschließlich der Kosten für die Mahlzeiten der Sachverständigenversammlung und das safranfarbige Tuch für die Kreuze der Büßer. Aus diesem Bericht entnehmen wir, dass das Gehalt des Inquisitors selbst 150 Livres jährlich betrug und dass es sehr unregelmäßig bezahlt wurde. So war Bruder Otbert in der Fastenzeit 1316 angestellt worden, hatte aber bis 1322 noch nichts bekommen. Erst infolge eines besonderen Briefes Karl des Schönen erhielt er als dann die seit 6 Jahren zu dem Betrage von 900 Livres aufgelaufene Summe ausbezahlt. Obgleich um diese Zeit die Verfolgung aus Mangel an Stoff nachließ, waren die Konfiskationen noch immer ganz einträglich. Assalit gibt an, 2219 Livres, 7 Sous und 10 Denare in dem einen Jahre empfangen zu haben, während seine Ausgaben einschließlich der beträchtlichen Gerichtskosten und der außerordentlichen Zahlung an Bruder Otbert sich auf 1168 Livres, 11 Sous und 4 Denare beliefen, so dass der Krone ein Reingewinn von 1050 Livres verblieb. In einer Fußnote geht der Autor hier noch tiefer darauf ein und sagt, im Jahre 1317 war das Ergebnis weit geringer. Wir besitzen die Quittung des königlichen Schatzmeisters von Carcassonne, Lothar Blanc, die für Arnaud Assalit am 24. September 1317 ausgestellt ist und die Einnahmen des mit dem Johannistage 1317 schließenden Rechnungsjahres betrifft.
Ja, der Johannistag liegt irgendwo im Juni, da hatten wir auch mal drüber gesprochen in anderen Buchlesungen. Danach belief sich damals der Reingewinn, der Abzug der Gehälter und anderer Kosten auf 495 Livres, 6 Sou und 11 Denare. Das muss ich nochmal eben hochscrollen, weil das war am Ende der Seite, diese Fußnote, und die sprang die Seite über. Wir fahren fort auf Seite 598. Da sagt der Autor, die Stetigkeit der Verfolgung beruhte im Wesentlichen auf der Konfiskation. Denn diese allein lieferte den Brennstoff, um das Feuer des Glaubenseifers immer wieder anzufachen. Und wenn derselbe fehlte, Glaubenseifer, war das Geschäft der Verteidigung des Glaubens sehr kläglich. Also, man sieht auch hier, wie Geld den Glauben in der Hand hält. Oder wie sehr der Glauben vom Geld gespeist wird. Weltliche Macht, weltliche Güter haben doch mit Glauben nichts zu tun. Das kann nur aus der Kirche desjenigen kommen, der Vater der Lügen ist und über die geschrieben steht, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Wenn wir uns diesen Bibeltext vor Augen halten, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, dann bekommt dieser Satz, den wir gerade gelesen haben, doch einen ganz anderen Anstrich. Ja? Die Stetigkeit der Verfolgung beruhte im Wesentlichen auf der Konfiskation, also der Beschlagnahme. Denn diese Beschlagnahme allein lieferte den Brennstoff, um den Feuer des Glaubenseifers immer wieder anzufachen. Und wenn derselbe fehlte, war das Geschäft der Verteidigung des Glaubens sehr kläglich. Also mit anderen Worten, wenn nicht die Liebe zum Geld da wäre, dann wäre die Glaubensverfolgung nicht so intensiv gewesen, wie sie war. So verstehe ich diesen Satz hier. Und das muss ich wie alles gegen die Bibel messen und ziehe daraus meine Conclusio und sage, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels und die Liebe zum Geld sorgt dafür, dass ich versuche, anderen Leuten wegzunehmen, was sie haben, indem ich sie einfach anklage, ein Ketzer zu sein und dadurch beanspruche, all ihre Güter zu konfiszieren, zu beschlagnahmen. So läuft das doch. Und wenn der Staat, und vor allen Dingen in diesem Fall, wenn die Kirche auf einen Besitz schielt, den sie gerne hätte, ist es doch nichts leichter, als den Eigentümer davon der Ketzerei zu bezichtigen und sein Hab und Gut zu konfiszieren und sich einzuverleiben. Jegliche normale Rechtsgrundlage ist hier komplett verschwunden. Das ist genau das, was ich letzte Sendung auch sagte, wo wir ja die Unsicherheit hatten, teilweise in ganzen Dörfern, von Verträge geschlossen, Hypotheken geschlossen, Schulden, die gemacht wurden und solche ganzen Sachen. Das stellte alles nichts mehr dar. Es war alles nichts mehr wert. Man konnte auf nichts sich mehr verlassen, weil alles von der Kirche eingeheimst wurde durch die Konfiskation. Und das nenne ich auch wirklich ein sehr dunkles Mittelalter. Der Autor fährt fort und sagt, als die Katharer unter den Streichen des Bernard Guidones erlegen waren, war der Höhepunkt der Inquisition überschritten. Und von da an nahm sie stetig ab, wenngleich bisweilen noch Konfiskationen vorkamen, um die sich alsdann der König, der Bischof und der Adlige einige Jahre lang stritten. Nun, mit allem Respekt vor Henry Charles Lear, der wahrscheinlich viel mehr diese Sachen studiert hat, als ich studiert habe, bezweifle ich diesen Satz doch irgendwo an. Wenn mit dem Schlagen der Katharer, nenne ich es jetzt mal, oder dem Gewinn über die Katharer, die Inquisition an den Höhepunkt überschritten hatte und von da an stetig abnahm, ja, wir sprechen hier immerhin über das 13., 14. Jahrhundert. Da muss ich mir doch mal ehrlich die Frage stellen oder seriös die Frage stellen, warum haben wir denn dann heute im 21. Jahrhundert immer noch die Inquisition? Sie nennt sich zwar heute die Heilige Kongregation der Glaubenslehre, anderer Name, aber das, was sie tut, ist immer noch genau dasselbe. Und Ratzinger könnt ihr nicht mehr fragen, der ist inzwischen, glaube ich, gestorben. Aber
Der war 25 Jahre lang Vorsitzender eben genau dieser Glaubenskongregation. Und seinen Nachfolger könnt ihr fragen oder den Vorgänger, na, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Auf jeden Fall könnt ihr selbst nachforschen, wenn die Inquisition von da an stetig abnahm, wie der Autor hier behauptet, dann müsste sie im 21. Jahrhundert ja vollständig verschwunden sein. Na, sie hat nicht abgenommen. Sie hat nur ihre Art und Weise geändert, vorzugehen. Und sie hat sich vielleicht auf eine andere Art und Weise verkauft. Aber dass sie stetig abnahm, das bezweifle ich. Wie gesagt, heute haben wir auch noch Inquisition, nur es sind nicht mehr die, ja, Ordensbrüder der römisch-katholischen Kirche, die in irgendwelchen Wagen von Dorf zu Dorf fahren und die Ketzer aus dem Haus scheuen. So funktioniert das heute nicht mehr. Aber die Inquisition hat vielleicht damals stetig abgenommen, aber sie ist niemals, hat niemals ganz aufgehört. Und von daher ist zumindest das stetig darin ein meines Erachtens übertriebenes Wort. Und das ist zumindest mein Verständnis von der Materie. Ich möchte mich hier nicht mit Henry Charles Lea messen. Der hat da sicherlich eine bessere Einsicht drin. Aber ich glaube auch, dass Henry Charles Lea nicht nur eine andere Einsicht in die Inquisition hatte. Ich meine, dass Henry Charles Lea auch eine ganz andere Vorstellung hatte vom wahren Christentum und von der römisch-katholischen Kirche. Weil, wenn ich so ein Buch schreiben würde, was der Henry Charles Lea schreibt, dann würde ich das doch ein wenig anders schreiben. Deswegen muss ich auch ständig Kommentare dazu geben. Ich will jetzt gar nicht mal vom Thema abschweifen, aber ich finde, solche Sätze in solchen Büchern muss man immer mit einem Körnchen Salz nehmen und sagen von, ja, gut, das sagt der Autor jetzt hier vielleicht, aber wo sind die Beweise, wenn wir im 21. Jahrhundert die Inquisition doch immer noch haben? Ja? Wenngleich, sagt er, bisweilen nach Konfiskation vorkam, um die sich alsdann der König, der Bischof und der Adlige einige Jahre lang stritten. Das ist doch heute auch noch so. König, also weltliche Macht, der Bischof, die kirchliche Macht und der Adlige, der dazwischen sitzt, die streiten sich ja heute auch immer noch, wer was bekommt, wenn man den Armen das erstmal genommen hat, das aufzuteilen. Umverteilung von unten nach oben nennt man das heute, oder von arm zu reich nennt man das, wobei es ja eigentlich umgehen sollte. Aber die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der ein wenig mit offenen Augen durch das Leben heutzutage läuft. Und das hat eben auch mit der Inquisition zu tun. Die Spiritualen, so fährt der Autor fort, die Anhänger Dolcinos und die Fraticellen waren Bettelmönche, die Eigentum für Sünde hielten. Die Waldenser waren armes Volk, Berghirten und Bauern. Die einzige wertvollere Beute bot gelegentlich ein Zauberer oder ein Wucherer. Immerhin war aber das Amt eines Bailli für die wegen Ketzerei vorzunehmenden Konfiskationen in Toulouse noch im Jahre 1337 einträglich genug, um bei der damals herrschenden Sitte alle solche Stellen zu verkaufen, einen Käufer zu finden, die alle solche Stellen zu verkaufen, einen Käufer zu finden, die Einkünfte in dem vorhergehenden Rechnungsjahre beliefen, sich auf 640 Livres und 6 Sous. Ja? Gut, die Fußnote hier führt lediglich die Quelle an. Der enge Zusammenhang, fährt der Autor fort, zwischen dem religiösen Verfolgungseifer und dem daraus fließenden materiellen Gewinn wird treffend gekennzeichnet durch das Fehlschlagen des ersten Versuches, die Inquisition in der Franche-Comté einzuführen. Im Jahre 1248 stellte der Graf Johann von Burgund dem Antichristen Papst Innozenz IV. Vor, dass die Waldenser in beunruhigender Weise in der Provinz Besançon sich ausbreiteten und bat um Unterdrückung derselben. Sei es nun, dass der Eifer des Grafen Johann nicht groß genug war, um ihn auch die Kosten für die Reinigung seiner Besitzungen tragen zu lassen, oder sei es, dass der daraus fließende Gewinn nicht den Erwartungen entsprach. Kurz, im Jahre 1255 entband Antichrist Alexander IV. Die Inquisitoren auf ihre Bitte von ihrer Verpflichtung, bei der sie sich, wie sie sagten, aus Mangel an Geld fruchtlos erschöpft hätten. Ja, entschuldige bitte mal, wo geht's denn hier drum? Geht es denn hier um den
um die Aufrechterhaltung des römisch-katholischen Glaubens, der Reinheit des römisch-katholischen Glaubens, oder geht es darum, hier Geld zusammen zu scheffeln? Dieser Satz sagt doch ganz deutlich, was die wirklichen Ziele sind. Der Reichtum der römisch-katholischen Kirche und des Vatikan steht an absolut erster Stelle. Glaube ist nur ein Vorwand für sie, um ihre anderen Ziele zu erreichen. Lesen wir den Satz nochmal. Und dann könnt ihr ja das Video pausieren und könnt ihr selbst darüber nachdenken, was jetzt genau gemeint ist. Sei es nun, dass der Eifer des Grafen Johann nicht groß genug war, um ihn auch die Kosten für die Reinigung seiner Besitzungen tragen zu lassen, oder sei es, dass der daraus fließende Gewinn nicht den Erwartungen entsprach. Kurz, im Jahre 1255 entband Antichrist Alexander IV. Die Inquisitoren auf ihre Bitte von ihrer Verpflichtung, bei der sie sich, wie sie sagten, aus Mangel an Geld fruchtlos erschöpft hätten. Aus demselben Grunde konnte die Inquisition auch in Portugal keine nennenswerte Erfolge erzielen. Als im Jahre 1376 Antichrist Papst Gregor XI. Den Bischof von Lissabon den Auftrag gab, einen Franziskaner-Inquisitor für das Königreich zu ernennen, verband er damit, in der Voraussetzung, dass die Konfiskationen nur wenig einbringen würden, die Bestimmung, dass dem Inquisitor ein jährliches Gehalt von 200 Goldgulden bezahlt und auf die verschiedenen Bischofssitze im Verhältnis ihrer an die päpstliche Kammer zu entrichtenden Abgaben verteilt werden solle. Der passive Widerstand, durch den die Bischöfe dieses Gebot des Papstes wirkungslos machten, entsprang zweifellos ihrem Widerwillen gegen eine derartige Kontribution. Aus demselben Grunde misslang auch der Versuch Antichrist Papst Boniface IX., die Ausgaben für den von ihm zum Inquisitor für Spanien ernannten Bruder Vinzenz von Lissabon von den Bischöfen bestreiten zu lassen. Also mit anderen Worten kann man sagen, sobald der Rahmen abgeschöpft ist und es schwieriger wird, das Geld zusammenzukratzen von den Leuten, die nämlich nichts haben, dann ist auch auf einmal die Inquisition nicht mehr so wichtig. Das ist das, was ich hieraus lese. Den gewissenlosesten Versuch, die Unkosten der Inquisitoren zu decken, machte wohl Kaiser Karl IV., als er im Jahr 1369 unternahm, sie dauernd in Deutschland einzuführen. Die Ketzer waren hier weder zahlreich noch vermögend. Aus der Konfiskation ihrer Güter konnte nur wenig zur Förderung des Eifers des Inquisitors Walter Kerling und seiner Genossen erwartet werden. Wir werden später sehen, wie die Häuser rechtgläubiger und harmloser Begharden und Beguinen kurzerhand konfisziert wurden, um für die Inquisition als Wohnungen und Gefängnisse zu dienen, und wie man die Städte aufforderte, mit an dem Raube teilzunehmen, um sich so die Höfe des Volkes bei der Ausführung dieser schreienden Ungerechtigkeit zu sichern. Wir werden aber auch sehen, wie dieser Versuch an der standhaften Abneigung der Prälaten und des Volkes gegen das heilige Offizium scheiterte. Aimericus, das Bild kommt ja in allen meinen Videos vor, der um das Jahr 1375 in Aragon schrieb, erklärt die Frage, aus welcher Quelle die Ausgaben für die Inquisition gedeckt werden sollten, sei vielfach erörtert, aber niemals entschieden worden. Unter dem Klerus sei am verbreitetsten die Ansicht, dass die Fürsten für die Bestreitung derselben aufzukommen hätten, da sie die Konfiskationen erhielten und mit dem Gewinn auch die Lasten tragen müssten. In unseren Tagen gibt es aber, fährt er sorgenvoll fort, nur wenige hartnäckige Ketzer und noch weniger rückfällige und auch unter diesen nur wenige Vermögende, so dass die Fürsten, da nichts zu verdienen ist, auch die Kosten nicht länger bestreiten wollen. Man müsse daher auf ein anderes Mittel sinnen. Aber alle darauf bezüglichen Vorschläge seien auf unüberwindlichen Widerstand gestoßen. Er schließt seine Ausführungen mit dem Ausdrucke des Bedauerns, dass eine für die Christenheit, liest Katholizismus, so gesunde und notwendige Einrichtung wie das Heilige Offizium so schlecht versorgt würde.
Während Aimerikos in so beweglichen Tönen klagte, wurde anderswo die Frage schon aktuell. In den Rechnungen des Seneschallamts Toulouse finden sich nämlich bis zum Jahre 1337 Ausgaben verzeichnet für ein Auto da Fe, für Ausbesserungen an den Gebäuden und Gefängnissen der Inquisition, für die Gehälter des Inquisitors und seiner Beamten und für den Unterhalt der Gefangenen. Die durch den Krieg mit England herbeigeführte Verwirrung und Verarmung des Staates hatte indessen zur Folge, dass dieser seine Zahlungspflicht bald vernachlässigte. Im Jahre 1375 überredete Antichrist Gregor XI. Den König Friedrich von Sizilien zu gestatten, dass seine Konfiskationen zum Besten der Inquisition verwandt werden sollten, damit es ihr bei dem guten Werke der Verfolgung nicht an den nötigen Mitteln fehle. Zugleich machte er den energischen Versuch, die in den Dauphiné immer zahlreicher werdenden Waldenser auszurotten. Es mussten Gefängnisse erbaut und Scharen von Gefangenen verpflegt werden. Daher bestimmte der Papst, dass die Ausgaben von den Bischöfen bestritten werden sollten, deren Nachlässigkeit das Wachstum der Ketzerei herbeigeführt habe. Obgleich er die Widerstrebenden mit der Exkommunikation bedrohte, blieben die Börsen der Bischöfe verschlossen. Denn bald darauf sehen wir, wie der Inquisitor einen Teil der Konfiskation beansprucht, mit der ganz vernünftigen Begründung, er habe keine andere Einnahmequelle zur Bestreitung der notwendigen Kosten seines Gerichtshofs. Die königlichen Beamten bestanden indessen darauf, die ganze Einnahme zu erhalten. Und so entspann sich ein lebhafter Streit, der schließlich der Entscheidung des König Karls des Weisen unterworfen wurde. Der Monarch setzte sich pflichtgemäß mit dem Heiligen Stuhle in Verbindung und erließ im Jahre 1378 eine Verordnung, durch die er den Gesamtbetrag der Konfiskation für sich behielt und dem Inquisitor nur ein jährliches Gehalt von 190 Pfund Turnosen zuwies. Dieselbe Summe, die auch den Gerichtshöfen von Carcassonne und Toulouse gezahlt wurde. Von diesem Betrage sollten alle Ausgaben der Inquisition bestritten werden. Falls das Gehalt nicht regelmäßig eingehe, solle es dem Inquisitor freistehen, einen entsprechenden Teil der konfiszierten Gelder zu behalten. Zweifellos wurde dieses Übereinkommen eine Zeit lang beobachtet. Aber in den schrecklichen Wirren, die auf den Wahnsinn Karls des VI. Folgten, geriet es wieder in Vergessenheit. Im Jahre 1409 überließ es Alexander V. seinem Legaten zu entscheiden, ob der Inquisitor das Dauphiné jährlich 300 von den Juden in Avignon zu erhebende Goldgulden oder 10 Gulden von jedem der Bischöfe seines weiten Bezirkes erhalten solle oder ob die Bischöfe gezwungen werden sollten, die Kosten des Unterhalts für ihn und seine Beamten bei ihren Reisen durch das Land zu bestreiten. Aber auch diese unsicheren Einkünfte verschwanden infolge der Wirren des Bürgerkriegs und des Einfalls der Engländer, die das Land fast an den Rand des Verderbens brachten. Als im Jahre 1432 der Bruder Peter Fabri, Inquisitor von Embrun, aufgefordert wurde, dem Konzil von Basel beizuwohnen, entschuldigte er sein Fernbleiben teils mit der Arbeit, die ihm die hartnäckigen Waldenser machten, teils mit seiner unbeschreiblichen Armut. Zitat: Denn niemals habe ich auch nur einen Pfennig von der Kirche Gottes gehabt, noch habe ich irgendein Einkommen aus einer anderen Quelle. Ende Zitat. Es wäre natürlich ungerecht zu behaupten, dass der Durst und die Gier nach Raub die eigentlichen ursprünglichen Beweggründe für die Inquisition gewesen seien. Ich sag euch, ich habe das Buch noch nicht gelesen und vorhin habe ich genau das kommentiert. Und jetzt schreibt der Autor von, na, nee, so kann man das nicht sagen. Es wäre natürlich ungerecht zu behaupten, dass der Durst und die Gier nach Raub die eigentlichen und ursprünglichen Bewegungen für die Inquisition gewesen seien. Es wäre unrecht zu behaupten, dass die Liebe zum Geld die ursprünglichen Beweggründe für die Inquisition gewesen seien. Ich sehe etwas, was mein Nachbar hat, und ich will es haben. Ist das nicht im 10. Gebot? Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Hab, Gut, Frau, Esel und so weiter? Tja,
Also ein Bruch des 10. Gebotes und die Liebe zum Geld, sagt der Autor hier, wäre ungerecht zu behaupten, dass das die ursprünglichen, eigentlichen und ursprünglichen Beweggründe für die Inquisition gewesen seien. Ja, ich denke, dass diese Gründe ganz deutlich daran zugrunde liegen, dass die Inquisition so durchgeführt wurde, wie sie durchgeführt wurde. Weil lass uns mal ehrlich sein, wenn es einfach nur darum ging, den Glauben der römisch-katholischen Kirche reinzuhalten, dann hätte ja die Verfolgung der Ketzer gereicht. Dann hätte ich ja nicht noch bis in die zweite oder vielleicht sogar dritte Generation konfiszieren müssen und Menschen später bereits tot sind, als Ketzer erklären müssen, um immer noch an ihr bereits vererbtes Gut, Hab und Gut ranzukommen. Ja? Das ist ja der Punkt, den wir hier die ganze Zeit lesen. Und wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche geldgierig ist wie keine zweite Institution auf dieser Erde. Wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche des Teufels ist, dass sie nichts mit Christentum zu tun hat und dass sie sich natürlich ganz deutlich sagt, ich rollte die Ketzer auf der einen Seite aus, aber ich verleibe mir auch alles, was sie haben, ein, weil dann bin ich sicher, dass die Häresie vollständig, mehr oder weniger vollständig getilgt ist. Das sind die Beweggründe. Ja? Dass der Durst und die Gier nach Raub die eigentlichen ursprünglichen Beweggründe für die Inquisition gewesen seien, wäre ungerecht zu behaupten, sagt der Autor. Da muss ich ihm ganz deutlich gegensprechen. Natürlich hat es auch damit zu tun, den Glauben im Lande reinzuhalten, also rein katholisch zu halten, wovon wir ja wissen, dass es kein christlicher Glaube ist. Natürlich hat das damit zu tun. Die Inquisition ist ja nicht zufälligerweise in der Zeit entstanden, in der sie entstanden ist. Ja, wir sprechen hier vom Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts. Warum sie dann entstanden ist, dann werdet ihr verstehen, wenn ihr die wahre Regierungszeit der Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit oder 1260 Tage, die in der Prophezeiung verstanden werden als Jahre, begreift, die dem Antichristen zugesprochen wird. Weil der Antichrist musste, bevor er solche Dinge wie die Inquisition erstmal einführt, erstmal sicher sein von seinem Sitz. Man muss erstmal auf der Autorität, man muss die Autorität erst einmal haben, um diese ganzen Dinge durchzudrücken. Und ich glaube, dass alles, was wir bis jetzt in diesem Buch gelesen haben, uns ganz deutlich gezeigt hat, dass die römisch-katholische Kirche zu dem Zeitpunkt absolut allmächtig war. Und alles, was sich ihr in den Weg gestellt hat, hat sie bis dahin und auch später durch Exkommunikation und so weiter sich gefügig gemacht. Damals und auch später in der Geschichte noch. Also wenn wir jetzt in die kommenden Jahrhunderte gehen. Exkommunikation war im dunklen Mittelalter, wo die Menschen keine Alternative zur römisch-katholischen Kirche hatten. Keine Alternative heißt, sie hatten nicht die Kenntnis der wahren Erlösung. Sie hatten nicht die Erkenntnis des wahren Gottes, des wahren Jesus Christus, sondern sie kannten nur den falschen Gott und den falschen Christus der römisch-katholischen Kirche und haben sich auf die Gnadenlehre der römisch-katholischen Kirche verlassen, wo man durch die Anbetung von Idolen und das Abbrennen von Kerzen und Bezahlen von Messen und Ablässe bezahlen und so weiter, dafür sorgt, dass man Pluspunkte sammelt und mit diesen Pluspunkten kann man entweder bereits verstorbene Verwandte aus dem Fegefeuer holen oder ihre Leidenszeit dort verkürzen oder dafür sorgen, dass man selber direkt in den Himmel und nicht ins Fegefeuer kommt. Das war die dunkle Lehre des Mittelalters, wo die Leute keine Alternative zu der Lehre der Kirche hatten. Anders als heute, wo wir uns in Büchern und vor allen Dingen der Bibel darin schlau machen können und sehen können, dass das, was die Kirche sagt, nicht so wahr ist. Und die Kirche hat hier ganz deutlich den Glauben zu reinigen innerhalb ihrer Kirche gebraucht und ich würde sogar sagen missbraucht, durch nicht nur die Andersgläubigen zu vernichten, sondern auch durch die Konfiskation und den offenen Diebstahl und Raub dafür zu sorgen, dass von diesen Geschlechtern
nichts mehr übrig blieb. Weil wenn ich mir so einen Bauernhof oder was auch immer einverleibe und den dann später irgendwelchen Mönchen oder Nonnen zuschreibe zum Beispiel, die das bewirtschaften, dann ist ja das Erbe, das normale bürgerliche Erbe, komplett weg. Und genau das war die Absicht. Und wir wissen, den Spruch heutzutage, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und dass die römisch-katholische Kirche gemerkt hat, dass mit den Mühlen, die sie hat, dass sie absolute Macht ausüben kann und dass sie sich alles aneignen kann, was sie will, auch wenn es Unrecht ist, ja, dann mache ich eben mein eigenes Recht und mache eben das, was ich gebrauche, rechtens, dadurch, dass ich selbst das Recht schreibe, nichts anderes ist römisch-kanonisches Recht, sorge ich eben dafür, dass ich mir alles einverleiben kann, was ich will. Das hat sie getan, das haben wir soweit gelesen, das werden wir auch in der Zukunft noch bestätigt bekommen und deswegen kann ich mit diesem Satz des Autoren hier absolut nicht einverstanden sein, der sagt, es wäre natürlich ungerecht zu behaupten, dass der Durst und die Gier nach Raub die eigentlichen und ursprünglichen Beweggründe für die Inquisition gewesen seien. Nein, es waren nicht die ausschließlichen Beweggründe, das stimmt, aber es waren sicher die ureigenen, also eigentlichen und ursprünglichen Beweggründe für die Kirche. Weil die Kirche steht für das Böse, steht für das Brechen eines jeden göttlichen Gebotes. Und das hat sie hier mit der Inquisition ganz deutlich bewiesen. Und deswegen kann ich dem Autoren hier bei aller Liebe nicht zustimmen. Wenn aber Klagen laut wurden, so fährt der Autor fort, dass der Fiskus um seine Einkünfte gebracht werde durch die Straffreiheit, welche denen versprochen wurde, die während der Gnadenfrist kommen und bekennen würden, und wenn Bernhard Guidonis diesem Einwand durch den Hinweis begegnete, die Büßer müssten ihre Genossen verraten, der Fiskus werde also auf die Dauer doch der Gewinnende sein, so sehen wir, wie die Herzen derer, die auf Verfolgung drängten, immer mehr durch die Aussicht auf Gewinn beeinflusst wurden. Also in diesem Satz widerspricht er sich im Grunde selbst. Die Büßer müssten ihre Genossen verraten, der Fiskus werde also auf die Dauer doch der Gewinnende sein. So sehen wir, wie die Herzen derer, die auf Verfolgung drängten, immer mehr durch die Aussicht auf Gewinn beeinflusst wurden. Das widerspricht dem vorhergehenden Satz, den wir gerade eben deutlich genug kommentiert haben. Also ich zumindest. Wir dürfen daher mit Recht behaupten, sagt der Autor, dass ohne die Aussicht auf den Gewinn aus den Geldstrafen und Konfiskationen die Arbeit der Inquisitoren viel weniger gründlich gewesen und zu einer verhältnismäßigen Bedeutungslosigkeit herabgesunken sein würde, sobald der erste fanatische Verfolgungseifer erloschen war. Sie hätte vielleicht eine Generation hindurch gedauert, dann eine Zeit lang geruht, um bei einem neuen Wiederauftauchen der Ketzerei von neuem wieder aufzuleben. Allerdings wäre durch solche nur zeitweilige und vorübergehende Angriffe der Katharismus vielleicht nie vollständig ausgerottet worden. Erst als man durch die Konfiskation die Ketzer zwang, selbst die Mittel zu ihrer Vernichtung zu liefern, als die Habgier dem Fanatismus die Hand reichte und beide zusammen die treibenden Kräfte für die Inquisition wurden, erst da konnte jene hundertjährige, nicht nachlassende, erbarmungslose Verfolgung einsetzen, die unbedingt zum Ziele führen musste. Das Ziel. Welches ist das? Das 14. Kapitel. Der Scheiterhaufen. Das Ziel ist, die Ketzer zu vernichten. Erst als man durch Konfiskation die Ketzer zwang, selbst die Mittel ihrer Vernichtung zu liefern. Wir sind das heute. Wir werden doch heute auch gezwungen, Steuern zu zahlen für Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen keine Waffenlieferungen. Wir wollen keine mordende Staatsgewalt, wie sie überall in der Welt auftritt. Und trotzdem finanzieren wir es mit unserer Arbeit, mit unseren Steuern. Als die Habgier dem Fanatismus die Hand reichte,
Als die Habgier die rechte Hand war, die linke Hand Fanatismus schüttelte, könnte man auch sagen. Und beide zusammen die treibenden Kräfte für die Inquisition wurden. Erst da konnte jene hundertjährige, nicht nachlassende, erbarmungslose Verfolgung einsetzen, die unbedingt zum Ziele führen musste. Und was ist das Ziel? Alle Ketzer zu vernichten. Das waren die Ziele der Inquisition damals im 12., 13., 14. Jahrhundert. Das waren die Ziele oder sind die Ziele der römisch-katholischen Kirche seit dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert. Das ist das Ziel der Jesuiten seit ihrer Aufrichtung 1534, ihrer Anerkennung durch Papst Paul III. 1540 bis heute ins 21. Jahrhundert, bis zur Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel muss vernichtet werden. Der Glaube muss vernichtet werden. Die Freiheit des Glaubens muss vernichtet werden. Die Freiheit des Gewissens muss vernichtet werden. Es muss eine erbarmungslose Verfolgung einsetzen. Und je mehr ich diese Verfolgung verstecken kann, je mehr ich die unter einem falschen Deckmantel führen kann, desto erfolgreicher wird sie im Endeffekt sein. Dass irgendwann irgendwelche Leute sich mal am Mund vorbeisprechen und solche Dinge bekannt geben, das spielt dann keine Rolle. Da hört dann sowieso kein Schwein mehr hin. Beispiele dafür? Der Vortrag von George W. Bush auf einer Versammlung, ich weiß nicht, ob es das YouTube-Video noch gibt, wo er davon sprach, dass Saddam Hussein gejagt wurde, weil er Massenvernichtungswaffen haben sollte. Und da sagte er, wir haben keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Tja, wo sind sie denn? Und das ganze Publikum lacht. Und dann guckt er unter seinen Rednerpult und sagt, tja, hier runter sind sie auch nicht. Und das ganze Publikum lacht noch mehr. Das heißt, unter falschen Vorwänden erbarmungslose Verfolgung, die zum Ziel führt, in diesem Fall den Hussein abzusetzen, Irak sich unterzuwerfen. Und wir erinnern uns alle an das Interview von Madeleine Albright aus dem Fernsehsender, wenn ich mich richtig erinnere, ABC, wo sie sagte, waren die eingesetzten Sanktionen gegen den Irak den Preis von 500.000 toten Kindern wert? Und sie sagt, nach Abwägung allem, was wir heutzutage wissen, ja, war es diesen Preis wert. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die Inquisition, wie sie heute stattfindet. Schaut, was im Irak passiert ist. Schaut, was im Iran passieren soll. Das ist ja eins dieser Länder im Ziel der neuen Weltordnung, um da auch ihre Ordnung eben reinzubringen. Schaut auf Länder wie Syrien, schaut auf Länder wie Russland, wo ja eine andere als die römisch-katholische Kirche regiert, nämlich die orthodoxe Kirche, die verschwinden muss nach Fatima. Wenn die Erscheinung von Fatima, diese Himmelskönigin satanische Erscheinung, ihre drei Geheimnisse da bekannt macht, oder die drei Botschaften, die ja bekannt gemacht wurden, und eine der Botschaften ist, dass Russland eben der römisch-katholischen Kirche unterworfen werden müssen, und wenn dafür viel Blut fließt, dann ist das eben so. Das ist auch erbarmungslose Verfolgung. Das ist auch Inquisition, nur unter einem anderen Namen. Das Ziel, zu dem das führen muss, ist die Ausrottung des Protestantismus, des Reformatismus, des bibelgläubigen Ismus, das Ausrotten der Heiligen Jahwes in dieser Welt. Wie beschrieben in der Offenbarung, dass diese Heiligen eben ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben. Das Ziel, die Vernichtung der Ketzer. Und wenn ich sie erstmal mit Gerichtsverfahren verurteilt habe und wenn ich erst einmal dafür gesorgt habe, dass alle ihre Besitztümer beschlagnahmt und anderweitig verteilt wurden, dann muss ich nur noch sehen, was ich mit diesen armen Seelen mache. Die werden dann öffentlich, lebendig verbrannt. Das bringt uns zum 14. Kapitel
weil ja unbedingt alles zum Ziele führen muss. Der Scheiterhaufen. Wie die Konfiskation, so war auch die Todesstrafe eine Angelegenheit, mit der die Inquisition theoretisch nichts zu tun hatte. Wohl ließ sie nichts unversucht, um den Ketzer in den Schoß der Kirche wieder zurückzuführen. Erwies sich derselbe aber verstockt oder war seine Bekehrung erheuchelt, dann konnte sie nichts weiter machen. Als Nicht-Katholik unterstand er nicht mehr länger der geistlichen Gerichtsbarkeit einer Kirche, die er nicht anerkannte. Und alles, was diese für ihn tun konnte, war, ihn für einen Ketzer zu erklären und ihm ihren Schutz zu entziehen. In der ersten Zeit bestand daher das Urteil einfach in der Verdammung des Ketzers, die noch mit der Exkommunikation verbunden war, oder in der bloßen Erklärung, dass er nicht mehr als unter der Jurisdiktion der Kirche stehend betrachtet werden solle. Bisweilen fügte man bei, er solle den weltlichen Gerichten ausgeliefert oder, wie der schauerliche Euphemismus der Inquisition lautete, überlassen, relaxare werden. Ja? Den weltlichen Gerichten überlassen werden. Als die Formeln vervollkommnet wurden, findet sich häufig der erläuternde Zusatz, die Kirche habe mit ihm wegen seiner strafbaren Handlung nichts mehr zu tun und seine Auslieferung an den weltlichen Arm wird begleitet von der bedeutungsvollen Bemerkung debita animadversione puniendum. Das heißt, er soll bestraft werden, wie er es verdient hat. Nun, das, was wir hier jetzt gerade eben gelesen haben, kennen wir doch im Grunde schon von vor heutzutage knapp 2000 Jahren. Das Verfahren gegen Jesus Christus war doch genau dasselbe. Die Kirche, die Pharisäer und Schriftgelehrten und Priester der Juden, haben Jesus Christus verurteilt, haben ihn vor ein weltliches Gericht gebracht und haben dafür gesorgt, dass das weltliche Gericht ihn verurteilt und ihm die Strafe auferlegt, die sie wollten, die er auferlegt bekam, nämlich die Kreuzigung. Und sie haben ihre Hände dabei in der sprichwörtlichen Unschuld gewaschen. Genau wie die römisch-katholische Kirche es hier tut, die ja sagt, sie ist ja die Nachfolgerin eben dieses Judenstaates. Ja, die römisch-katholische Kirche erklärt sich ja für die wahren Nachkommen des wahren auserwählten Volkes von Gott. Deswegen ist sie ja auch die einzig wahre Kirche, außer der es keine Erlösung gibt. Das muss man eben mal verstehen. Die römisch-katholische Kirche verurteilt hier die Ketzer, die Andersgläubigen und gibt sie dann frei an die weltlichen Gerichte und die weltlichen Gerichte müssen dann die Strafe fällen. Nun, wenn wir das jetzt mal ganz ehrlich mit ein bisschen Abstand betrachten, dann müssen wir sagen von, ja, diese Leute haben kein Verbrechen begangen, die haben also kein weltliches Gesetz übertreten, die müssen freigelassen werden. Die weltlichen Gerichte hätte sagen müssen von, die können wir gar nicht verurteilen, die haben nichts gemacht. Aber da kommt wieder das Zusammenspiel von Kirche und Staat zusammen. Und die Kirche übt Druck aus auf die weltlichen Gerichte und die weltlichen Gerichte übernehmen dann die Schmutzarbeit der Kirche, sodass die Kirche ihre Hände eben in der sagenumwobenen Unschuld waschen kann. Wir haben ja niemanden getötet. Es war der Staat, der die Menschen alle umgebracht hat. Es war der Staat, der die Autodafés gemacht hat. Es war der Staat, der die Menschen enthauptet hat. Es war der Staat, der die Menschen erschossen hat. Es war der Staat, der Bomben auf die Dörfer geworfen hat. Nicht wir. Wir haben nichts gemacht. Wir haben sie lediglich außerhalb der römisch-katholischen Kirche gestellt. Durch Exkommunikation. Wir haben uns von ihnen losgesagt. Als die Formeln vervollkommnet wurden, findet sich häufig der erläuternde Zusatz, die Kirche habe mit ihm, dem Ketzer, wegen seiner strafbaren Handlung nichts mehr zu tun. Strafbare Handlung, bitteschön, nur gegen Kirchengesetze, nicht gegen weltliche Gesetze, wohl zu verstehen.
Und seine Auslieferung an den weltlichen Arm wird begleitet von der bedeutungsvollen Bemerkung, er soll bestraft werden, wie er es verdient hat. Ja, was hat er denn dann verdient als Strafe, wenn er kein weltliches Gesetz übertreten hat, sondern nur kirchliches Gesetz übertreten hat? Ja, dann verurteilt ihn das kirchliche Gericht zum weltlichen Gericht. Und dem bleibt, da er dem kirchlichen Gericht hörig ist, keine andere Wahl, als das gewünschte Urteil der Kirche dann auszusprechen und zu vollziehen. Das war jetzt Kommentar. Der Autor sagt, die heuchlerische Bitte, diese Bestrafung möge den kanonischen Gesetzen entsprechend keine Gefahr für Leib und Leben zur Folge haben, oder sie möge nicht den Tod oder Blutvergießen verursachen, findet sich in früheren Urteilen überhaupt nicht und wurde auch später nicht regelmäßig angewendet. In einer Fußnote lesen wir hier, was unter der Debita animadversio zu verstehen sei, sagt klar und deutlich Angiolo da Chiavasso, der 1495 verstorben war. Zitat, und das ist hier leider nur in Latein, also werde ich gleich mal versuchen, ob ich das ins Deutsche übersetzen kann. Es steht hier, soweit ich Latein lesen kann, et ista animadversio est poena ignis de constitudine licet de iure sit poena mortis. Also, wenn ich das jetzt so stehender Hand aus dem Lateinischen übersetzen müsste, ja, er müsste so bestraft werden, wie es sich gehört, wie er oben bereits sagte, aufgrund der Verfassung, constitutine licet de iure, ist es also nach dem Gesetz, dass die Todesstrafe. So würde ich das jetzt mal laienhaft übersetzen, der ich kein Latein kann, aber ich werde mal eben sehen, ob ich das in den Google-Übersetzer eingebe und mit welcher Übersetzung der kommt. So, ich habe das jetzt mal nachgeschaut mit Google-Übersetzer und das hat natürlich einige Zeit gedauert, aber das wisst ihr ja nicht, weil ich habe das die Aufnahme eben pausiert. Es geht also darum, dass es ja heißt, er soll bestraft werden, wie er es verdient hat. Ja? Debita animat versione puniendum. Er soll bestraft werden, wie er es verdient hat. Daraufhin sagt dann der Angiolo de Chiavasso, und das heißt auf Deutsch, was ich gesagt hatte, und diese Beobachtung ist, dass die Feuerstrafe üblich ist, obwohl es gesetzlich die Todesstrafe ist. Ne? Diese Beobachtung, dass er halt bestraft werden soll, wie er es verdient hat. Also, mit anderen Worten, die Feuerstrafe ist üblich, obwohl es gesetzlich die Todesstrafe ist. Man wird zur Feuerstrafe verurteilt, zum Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, auto da fe, aber eigentlich wird man gesetzlich zur Todesstrafe verurteilt. Mit anderen Worten, Verbrennen wird angesetzt, aber wir geben dann erst im Nachhinein zu, dass das eigentlich eine Todesstrafe ist. Bernhard von Como bemerkt dann noch zu, die Strafe der Beobachtung ist eine Strafe, die die Seele aus dem Körper entwurzelt. Das heißt, wir sprechen hier also von der Feuertodesstrafe, der Todesstrafe auf dem Scheiterhaufen, deswegen auch der Titel dieses letzten Kapitels, die Scheiterhaufen. Und der Bernhard von Como meint also mit anderen Worten, das ist eine Strafe, die die Seele aus dem Körper entwurzelt. Und so versucht man im Grunde mit der römisch-katholischen Logik zu argumentieren, dass der Körper verbrannt wurde, aber die Seele gerettet wird. Im Verständnis der römisch-katholischen Kirche natürlich. Ne? Also, das ist schon eine sehr verquere Art und Weise, das zu sehen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich selber sagen. Aber so sind nun mal die römischen Katholiken. Die verdrehen das Wort, die verdrehen das Gesetz und sie machen sich ihre eigenen Gesetze. Und wer weiß das besser als derjenige, der zusammen mit mir die Jesuiten studiert hat. Ne? Also jetzt habe ich zumindest in der Fußnote das schon mal übersetzen können und das war ja sehr hilfreich. Lesen wir den Satz jetzt eben nochmal.
Als die Formeln vervollkommnet wurden, findet sich häufig der erläuternde Zusatz, die Kirche habe mit ihm wegen seiner strafbaren Handlung nichts mehr zu tun, also dem Ketzer. Und seine Auslieferung an den weltlichen Arm wird begleitet von der bedeutungsvollen Bemerkung, er soll bestraft werden, wie er es verdient hat. Die heuchlerische Bitte, diese Bestrafung möge den kanonischen Gesetzen entsprechend keine Gefahr für Leib und Leben zufolge haben. Ja, was sagt der Chiavasso? Diese Beobachtung ist, dass die Feuerstrafe üblich ist, obwohl es die gesetzliche Todesstrafe ist. Da merkt er selber schon die Heuchelei davon auf, ja, dass diese Strafe keine Gefahr für Leib und Leben zur Folge haben soll, oder sie möge nicht den Tod oder Blutvergießen verursachen, findet sich in früheren Urteilen überhaupt nicht und wurde auch später nicht regelmäßig angewendet. Also von daher ist das eine heuchlerische Sache, wo die römisch-katholische Kirche ihre Verantwortung für die Ausführung der Urteile, die sie anstrebt, aber den weltlichen Gesetzen über Gerichten überlässt, um sie auszusprechen, es ist eine heuchlerische Handlung. Sie spricht sich davon frei, mehr oder weniger. Dass diese Bitte um Gnade nur eine leere Form war, wird von Pegner zugegeben, indem er erklärt, dieselbe sei nur deshalb im Gebrauch, damit es nicht den Anschein habe, als ob die Inquisitoren in das Blutvergießen einwilligten und dadurch der kanonischen Strafe der Irregularität verfielen. Die Kirche sorgte übrigens auch dafür, dass ihre Bitte nicht missverstanden wurde. Die Kirche lehrte, dass gegenüber einem Ketzer, der sich nicht bekehre und nicht durch Verrat seiner Genossen eine aufrichtige Sinnesänderung bekunde, jede Gnade übel angebracht sei. Die gewissenlose Logik des heiligen Thomas von Aquin, ja, den kennen wir ja, von Summa Theologica, der im 12. Jahrhundert lebte, die gewissenlose Logik des heiligen Thomas von Aquin bewies zur Evidenz, dass die weltliche Gewalt sich der Pflicht, den Ketzer zu töten, nicht entziehen könne und dass es nur die unbegrenzte Güte der Kirche sei, wenn sie dem Verbrecher zwei Warnungen zuteil werden lasse, bevor sie ihn seinem Schicksal überantworte. Die Inquisitoren selbst hatten keine Bedenken in dieser Frage und versuchten nicht etwa ihr Verfahren durch Ausflüche zu bemängeln. Sie erklärten vielmehr kaltblütig, dass die von ihnen vollzogene Verurteilung eines Ketzers einem Todesurteile gleichkomme. Sie zeigten dies auch dadurch, dass sie, um eine Profanierung der Kirche zu verhüten, das Urteil nicht innerhalb der heiligen Mauern verkündeten, sondern auf einem öffentlichen Platze, wo sich der letzte Teil eines Autodafé vollzog. Hallo, Erinnerung an die Verurteilung von Jesus Christus. Jemand hier? Einer ihrer Lehrer im 13. Jahrhundert, dessen Ansicht Bernard Guidonis im 14. Jahrhundert wiedergibt, behauptet, der Zweck der Inquisition ist die Vernichtung der Ketzerei. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Die Ketzerei kann aber nicht vernichtet werden, wenn nicht die Ketzer vernichtet werden. Die Ketzer können nicht vernichtet werden, wenn ihre Beschützer und Begünstiger nicht vernichtet werden. Dies kann aber auf eine zweifache Weise geschehen, indem nämlich die Ketzer entweder zum wahren katholischen Glauben bekehrt oder dem weltlichen Arme zur leiblichen Verbrennung ausgeliefert werden. Im folgenden Jahrhundert weist Alfons von Spina darauf hin, die Ketzer dürften ohne wiederholte Warnung nicht der Vernichtung preisgegeben werden, vorausgesetzt, dass durch ihr Wachstum der Kirche nicht Gefahr drohe. Sollte dies aber der Fall sein, so dürften sie auch ohne Verzug und ohne Verhör ausgerottet werden. Solchen Lehren gegenüber erkannte die weltliche Gewalt natürlicherweise an, dass sie bei der Verbrennung der Ketzer nur den Geboten der Inquisition Folge leiste. Jetzt mache ich mal eben echt eine Schweigeminute hier. Hört euch diesen Satz bitte gut an und lasst euch den durch die Geschehnisse in der Vergangenheit, nicht nur der hier aufgezeichneten, sondern auch den der kommenden bis zum heutigen Jahrhunderte, nochmal gut durch den Kopf gehen, was das hier heißt. Solchen Lehren gegenüber erkannte die weltliche Gewalt natürlicherweise an, dass sie bei der Verbrennung der Ketzer nur den Geboten der Inquisition Folge leiste.
Mit anderen Worten, der Staat macht sich zum Vasallen der Kirche. Und zwar mit seinem Einverständnis, füge ich jetzt hier hinzu. Solchen Lehren gegenüber, hier geht es ja um kirchliche Lehren, erkannte die weltliche Gewalt natürlicherweise an, dass sie bei der Verbrennung der Ketzer nur den Geboten der Inquisition Folge leiste. Das heißt, den Aufträgen der Inquisition leistet sie Folge. Die Kirche sagt tu und der Staat sagt ich mach. Die Kirche wäscht ihre Hände in Unschuld und der Staat ist derjenige, der die Menschen umbringt. Tja, könnt ihr jetzt vielleicht unter solchen Kenntnissen, unter solchen Voraussetzungen den Holocaust mal begreifen? Die Kirche verfolgt die Juden seit 2000 Jahren. Die Kirche will die Juden vernichtet haben, weil die Kirche ihre futuristischen Ziele durchsetzen will und einen Staat Israel braucht. Also beauftragt sie den ihr hörigen Staat mit der Verfolgung und Tötung der Juden. Die Folge ist der Staat Israel im Jahr 1948. Wie erscheint unter diesem Licht die Judenverfolgung im Dritten Reich, wovon wir wissen, dass Adolf Hitler jesuitengesteuerter Katholik war? Wo wir wissen, dass der Faschismus und der Nationalsozialismus aus der römisch-katholischen Kirche kommt, von der römisch-katholischen Kirche unterstützt wurde und auf römisch-katholischem Nährboden gewachsen war und gediehen war und sich entwickelt hat und all die Gräueltaten verübt hat, die er verübt hat. Der Staat ist der Vasalle der Kirche. Damals und heute. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann bekommt man eine andere Sicht auf die Geschichte. Und gerade die Geschichte der Deutschen in den 30er und Anfang der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts erscheint mit solcher Kenntnis in einem ganz anderen Licht. Wir haben ja bereits hinter den Diktatoren gelesen. Wir haben bereits die verborgene Geschichte der Jesuiten gelesen und haben viel gelernt über die Zusammenhänge zwischen Nationalsozialismus und römisch-katholische Kirche. Aber wenn wir jetzt hier noch das kanonische Rechtssystem zwischen Anführungszeichen damit beinehmen und die Aussage, die in Henry Charles Lear Buch hier getroffen wird, dass er sagt, solche Lehren gegenüber erkannte die weltliche Gewalt natürlicherweise an, dass sie bei der Verbrennung der Ketzer nur den Geboten der Inquisition Folge leiste. Verbrennung der Ketzer? Was sind denn Juden? Die fügen sich nicht dem Katholizismus, dann sind sie Ketzer, nicht wahr? Und Holocaust ist ein Brandopfer, nicht wahr? Jetzt erscheint das doch in einem logischen Licht auf einmal. Und mit diesem logischen Licht und dem Ansatz, darüber mal nachzudenken, was hier jetzt geschrieben steht, möchte ich diese Lesung für heute auch beenden. Wir werden nächstes Mal die paar einleitenden Sätze zum 14. Kapitel nochmal lesen, aber ich werde sie nicht weiter kommentieren. Diese Kommentare lasse ich hier jetzt stehen und da könnt ihr eure eigene Meinung, die entweder meine Meinung oder meinen Kommentar bestätigt oder ablehnt, könnt ihr in den Kommentaren des Videos gerne dazu schreiben. Ich bin gespannt, ob jemand von euch dieselbe Sichtweise hat wie ich und dieselbe Durchsicht und Einsicht hat durch die Studie dieser ganzen verschiedenen, teilweise eben aufgeführten Werke und eben der Geschichte der Inquisition, wie sie uns hier von Henry Charles Lear in diesem Buch dargestellt wird. Ich bin gespannt, ob sich die Einsicht und Durchsicht auch bei anderen oder nur bei mir zeigt. Wobei ich mich jetzt gar nicht mal über andere in der Hinsicht oder so stellen will. Ich will nur sagen, von mir ist jetzt ganz deutlich klar, warum und wieso und weshalb nicht nur der Holocaust im Zweiten Weltkrieg hat stattfinden müssen, sondern alle anderen Verfolgungen auch. Und weshalb es hauptsächlich darum ging, in diesen Kriegen die Ketzer zu vernichten. Andersgläubige der römisch-katholischen Kirche. Mehr als 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg.
Das ist eine Inquisition, wa? Und wenn wir dann mal eben an Dresden denken und die Bombardierung von Dresden und die Bombardierung der anderen Städte, wie zum Beispiel auch Hamburg, wo ein Feuersturm stattgefunden hat. Feuersturm, wo die Menschen verbrannt wurden in einem Feueropfer, in einem Holocaust. Dann erscheinen doch viele Dinge in einem anderen, viel besseren Licht. Da muss man die Sendung der modernen Kriege oder wie Religion und Politik und Kriege zusammenhängen doch gar nicht mehr verstehen. Da hat man doch hier schon genügend Verständnis aufgebaut, hoffe ich. Hoffe ich, bete ich, lest solche Bücher, haltet sie gegen die Bibel, wie die Beröer in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11. Messt alles in dieser Welt an der Bibel und dieses Verständnis wird euch vom Heiligen Geist offenbart. Dafür sollte man nie vergessen, auch seine Bibel zu lesen. Daher bis zum nächsten Mal. Bitte, lest eure Bibel. Shalom. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gesticht. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er Geist, der ist das
Vater sein und Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr, und ewig wird sein Name, sein Sohn wir uns nicht schamen, der helft uns ewig, Amen. Musik